Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem kleinen Angezockt. Die Entwickler von Heliborn, besser bekannt unter dem Namen JetCat Games, haben mir vor einigen Tagen freundlicherweise einen Key zukommen lassen. An dieser Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön. Thank you for the key, guys, and the ability to show this game here on my channel. Ja, Heliborn dreht sich darum, wir befehligen bzw. fliegen und steuern verschiedenste Helikopter und es gilt im Gefechtsgebiet Flaggenpunkte einzunehmen. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal in diesen Offline-Modus rein. Und dann sehen wir hier am Flughafen, uns stehen drei Hubschrauber zur Verfügung. Wir können generell wechseln zwischen den USA und auch den Sowjets. Entsprechend ändern sich dann die Helikopter. Man kann sich Schwadrone erstellen, das geht allerdings, glaube ich, auch erst, also es geht zwar hier, aber es geht irgendwie nicht so richtig. Generation 1 können wir jetzt erstellen, dann könnten wir sagen, wir nehmen den dazu und einen davon und einen davon. Und dann hätten wir hier ein Schwadron aus diesen Helikoptern von den Amerikanern, was sich allerdings nicht wirklich unterscheidet, weil wir keine anderen Helikopter nehmen können bisher. Ich glaube, das geht im Online-Modus und man kann dann verschiedene Helikopter im Laufe seiner Karriere freispielen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier USA Generation 1. Das Ganze ist in Generationen im Prinzip unterteilt. Das heißt, es geht von 1 bis 4 und umso höher die Generation, umso moderner sind auch die Hubschrauber. Also man kann hier wirklich alles fliegen von diesem, von dieser kleinen Libelle hier bis zum modernen Apache. Ist da mehr oder weniger alles dabei. Es gibt halt eben Transporthubschrauber, Kampfhubschrauber und Aufklärungshubschrauber. Und wir sehen, hier oben haben wir auch verschiedene Soldaten, die man dann an den Flaggenpunkten halt eben absetzen kann und die versuchen dann, diese Flaggenpunkte zu halten, während man halt selber zum nächsten fliegt, beziehungsweise vielleicht auch mal zurückfliegt zum eigenen Flughafen, um den Hubschrauber reparieren zu lassen oder die Bewaffnung wieder aufzufüllen. Die Runden können schon mal was länger dauern. Ich glaube allerdings, dass sie nicht allzu lange dauern wird, denn ich bin ein ganz mieser Pilot. Und ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal hier rein und machen hier ein Generation 4 Spiel. Und wir wählen die Amerikaner. Dann hätten wir hier einen, was ist das, ein Apache, glaube ich. Und den hier kenne ich nicht. Und das hier, den kenne ich auch nicht. Aber das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. So, wir können sagen, wir spielen auf einfach, Einzelspieler, ein simultanes Ziel. Siegbedingungen sind 5 Ziele. Spielmodus ist regulär. Und dann würde ich sagen, wir machen mal Spiel beitreten. So, ja, Heliborn kostet im Moment 19,99 € auf Steam. Es gibt noch einige Zusatzinhalte für 1, 2, 3 Euro. Das sind aber im Großen und Ganzen, was ich da so gesehen habe, nur zusätzliche Tarnfarben. Und jetzt sehen wir hier auch die Karte. Ja, sehr schön im zweiten Versuch, das Let's Play aufzunehmen, funktioniert das hier. Ist nämlich im ersten, wo das nicht hatte, wurde die Karte nicht angezeigt. Wir sind rot und blau ist der Gegner. Steht auch hier, blau ist Feind. Und die Roten sind die Verbündeten, ist etwas gewöhnungsbedürftig meiner Meinung nach. Eigentlich müsste es andersrum sein. Und wir können jetzt im Prinzip auswählen, ob wir hier den Apache nehmen oder den MH-60S oder den MD-500. Ich würde sagen, wir nehmen direkt mal hier den Apache. Und das Ganze macht grafisch einen echt schicken Eindruck. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das sieht echt gut aus. Ich würde sagen, wir heben einfach mal ab. Space-Taste einfach gedrückt halten. Schon steigen wir hoch in die Luft. Bei der Gelegenheit kann ich auch direkt, glaube ich, nee, kann ich nicht. Huch, ich fliege rückwärts. Warte mal, Jones, andersrum. Andersrum. So, also, mit WASD wird im Prinzip gesteuert. Mit der Maus kann man sich so drehen. Mit A und D rollt der Heli so ein bisschen. Und ich fliege insgesamt sowieso in die falsche Richtung. Wenn wir dann die Maus so nach hinten ziehen, dann stellt er sich so ein bisschen schräg in der Luft und dann nimmt er auch an Fahrt auf. Also ihr seht, in der Mitte oben
auf der linken Seite in der Mitte. Seht ihr, wir sind jetzt 260 km/h schnell. Ich glaube, das ist doch ein Apache, oder? Ich glaube, so ein Apache ist weitaus schneller als 260, würde ich jetzt mal tippen. Und hier die Nummer 4 wird angegriffen. Nein, die können wir einnehmen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Wir versuchen mal hier zu landen. Mal leicht bremsen hier. So, wir müssen aufpassen, hier die Stromleitungen, da sollten wir tunlichst nicht drankommen. Das tut übelst Aua. So. Eigentlich müssten doch jetzt unsere Soldaten den Punkt einnehmen. Tun sie aber nicht. Warum auch immer. Hätte ich wohl müssen mit einem anderen Hubschrauber hier hinfliegen, ne? Naja, klasse. Warum soll jetzt auch einer aussteigen, ne? Im Apache sitzen ja, glaube ich, nur zwei Leute. Ja. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal hier zur Nummer 2 und schauen mal, ob wir hier irgendwie was finden, was wir noch wegschießen können. Die Musik ist, Musik ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, da oben ist die Nummer 2 und da werden wir auch schon gleich beschossen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Waffe 2 und dann holzen wir da mal. Boah, ui, 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 ui. Und jetzt weg hier. Oh. Ich sag ja, ich bin ein ganz toller Pilot. Ich glaube, ich bin da viel zu, ich bin da viel zu stürmisch, was das betrifft hier. In diesem Spiel. So, jetzt nehmen wir mal hier den Hubschrauber und dann haben wir auch, glaube ich, ein paar Soldaten an Bord. Ja, 11 Mann sind da an Bord. Dann können wir die mal hier auf der 4 absetzen. Dann können die den Punkt einnehmen. Die Hubschrauber bekommt man, ich glaube, nach 3 Minuten oder so wieder. So lange dauert das, bis die dann, bis praktisch ein neuer Hubschrauber bereitsteht. Also ich glaube, online kann das Spiel hier richtig Spaß machen. Es ist halt generell kein Spiel, wo ich sage, das ist so meins. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gesträubt, hier dieses angezockt ein bisschen früher zu bringen. So. Okay. So, noch ein bisschen nach vorne. Und jetzt runter. Runter! Upsala. So. Sehr gut. Eingenommen. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir fliegen direkt noch zur 5. Und versuchen, die auch noch einzunehmen. Also die Steuerung ist wirklich irgendwie, also sie ist nicht träge, aber der Heli kommt irgendwie nur so schwer in Gang. Na toll, ich glaube, der Gegner ist schon da, ne? Oder? Nein. So, da steht auch noch so eine ganz fiese Straßenlaterne. Oh, uiuiuiui. Gerade so vor der Laterne gelandet. So, das sieht doch jetzt ausnahmsweise mal gut aus. Dann würde ich sagen, ab in Richtung Nummer 3. Da oben. Und mal schauen, ob wir da irgendwie, ob wir da jetzt noch was finden, was wir dann mal eventuell noch beseitigen können. Wechseln wir mal auf den Bordschütz. Eieieiei. Hallo! Weg, 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 weg! Wir sind schon auf 34%, ey, die werden uns so dermaßen wegschießen. Von wo schießt's denn eigentlich? Wir werden so sterben.
Oh Gott, hier ist alles voll mit Feinden. Oh Mann. So, wo standen die? Da war mal, da steht einer auf der Wiese. Oh, Mist. Oh. Mann. Ich sag ja, ich bin ein ganz, ganz fieser Pilot. So, hier, der Apache ist auch zufälligerweise... Ist das eigentlich ein Apache? Ja, es ist ein Apache, ne? Ist keine Cobra. Cobra sieht ein bisschen anders aus. So. Schauen wir doch mal. Wir haben noch 6 Minuten, oder was? Suche und zerstöre die feindliche Infanterie im markierten Bereich, sagt er uns da. Dann würde ich sagen, wir versuchen das auch mal. Ach so, nee, das ist so ein Unterauftrag. Insgesamt haben wir 52 Minuten oben in der Mitte und rechts steht 5 Minuten 49 oder so. Bremsen! Boah, das dauert so lange, bis dieser Heli stehen bleibt. Und er bleibt immer noch nicht stehen. Achtung, feindliche Streitkräfte haben eine gepanzerte Unterstützungseinheit zur Landezone 2 entsandt. Wo ist denn Landezone 2? Ach so, da hinten. Okay, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal gerade hier nochmal... Okay, das sieht gut aus. Hier steht noch irgendwas. Oh Mann, ich durfte nie Pilot werden. Menschenskinder! Das gibt's doch nicht. Komm, wir nehmen mal hier das kleine Ding. So, jetzt aber hier. Zack, zack. Wollen wir doch mal schauen hier. Auf zu Landezone 3. Haben wir denn Leute an Bord? Ich weiß gar nicht. Mörserverfügbarkeit. Ach cool. Aber wir haben ja Raketen. Mit Raketen ist ja schon mal nicht schlecht. So. Von wo hat's denn eigentlich geschossen gerade? Ach da. Ich habe keine Raketen mehr, das gibt's nicht. Warning, hydraulic malfunction. Warning, hydraulic malfunction. Na toll. Oh Mann! Oh Mist! Wir haben uns die Hydraulik unterm Hintern weggeschossen. Kann doch jetzt wohl nicht sein. Also wie ihr seht, ich bin der geborene Pilot für so einen Hubschrauber. Definitiv. Also wenn ich so ein Ding fliege, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Fliegen wir mal hier zu 2. Mal gucken, was da so abgeht. Irgendwo sollen hier feindliche Unterstützungseinheiten sein. Da oben ist die 2. Oh, da, ja. Guck dir das mal an, ey, was die auf mich schießen.
Oh Mann. Yes, nee. So, jetzt haben wir gar keinen Hubschrauber mehr. Och Mann. Guck mal, Eroberungen 2, Abschüsse 0. Mann, oh Mann, oh Mann. Mission, Landezonen einnehmen und halten, damit eine gepanzerte Kolonne die feindliche Hauptbasis erreicht. Ey, ey, ey. Wo ist denn die gepanzerte Kolonne? Ist die hier bei der 4? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau. Wo könnten die sein, die gepanzerte Kolonne? Oder von wo fährt die los? Vielleicht von hier. Naja gut, komm, wir nehmen nochmal hier den Apache und fliegen nochmal hoch zu 2. Oder wir fliegen nochmal zu 3. Wir fliegen zu Punkt Nummer 3 und schauen da nochmal rein. Also es ist definitiv ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn man sich für so Helikopter-Luftkampf generell für so ein Szenario und die Art von Spiel interessiert, dann kann das richtig viel Spaß machen. Es ist ja auch eigentlich ganz gut umgesetzt. Die Helikopter lassen sich eigentlich ganz gut fliegen. Vielleicht ein bisschen träge, aber da kann ich nicht so wirklich auch was zu sagen an der Stelle. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht erwarte ich auch ein bisschen zu viel von so einem Helikopter. Keine Ahnung, wie so ein Ding sich in Wirklichkeit fliegt. Ich musste bei der Bundeswehr nur öfters mal rausspringen aus so einem Teil, weil ich war bei den Fallschirmjägern. Und, so, ich glaube hier 3 ist clear, wa? Ne, 3 ist nicht clear, da steht noch irgendein Panzer oder sowas auf der Wiese. Da hinten. Da unten steht... Da steht noch ein Panzer. Och Mann! Ey, sag mal! Wie hat der mich denn jetzt so schnell abgeschossen? Kann doch nicht sein. Also wirklich. So, was wollte ich denn eben sagen? Also ich glaube, das Spiel kann online mit mehreren Leuten oder wenn man zu zweit irgendwie im Teamspeak, Discord zusammenspielt, da kann das richtig Spaß machen, das hier. Ich fliege in die falsche Richtung, weil ich so einen super Orientierungssinn habe. Okay, die Musik ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die kann man, glaube ich, ausschalten. Ansonsten, grafisch ist das Spiel ja eigentlich recht schick. Ne? Muss ich ja jetzt mal so sagen. Wie gesagt, die Steuerung, mir persönlich kommt das ein bisschen träge vor, aber vermutlich erwarte ich auch einfach zu viel von so einem Helikopter. So, fliegen wir mal zu 3 und versuchen den einzunehmen. Würde ich sagen. Aber erst schauen wir nochmal auf der Wiese nach. Wo ist die? Da ist die Wiese. Oh, scheiße, hier ist alles voll. Nichts wie weg hier. Da steht auch noch so ein blöder Panzer rum. Siehst du ihn da? Den haben wir. So, sehr schön. Der ist weg. So, warte mal, da ist... War's das? Ich glaube, der Punkt ist sauber, wa? Kann das sein? Haben wir es tatsächlich geschafft? Okay, cool. Warte mal. So, lass mal landen hier.
Na, komm schon. Zack. So, sehr schön. Die 3 ist eingenommen. Nicht alle aussteigen, ich brauche noch welche. Auf in Richtung 2. Auf in Richtung Nummer 2. 2 ist da vorne. So. Was? Einmal Warning und zack macht's Peng. Na gut, aber wir haben zumindest einen Panzer haben wir weggeschossen. Und weil wir uns jetzt etwas länger in der Luft gehalten haben, können wir auch sozusagen nahtlos in den Apache hier reinspringen. So, und jetzt hier, Feuer. Zack. Mal richtig, richtig Fahrt aufnehmen. Ich kann, glaube ich, nicht höher steigen als so. Ich weiß es gar nicht genau. Nicht irgendwie das HUD ausblenden. Es könnte sein, dass das irgendwie geht. So, hat auch schon mal ganz gut geklappt. Wir haben uns zwar auf 45% runtergeschossen, aber es hat geklappt. Was? Gepanzerte Verstärkung und wurden nahe Landezone 5 entsandt. Hallo? Er kommt nicht mehr aus dem Petten. Ist der Punkt etwa sauber? Haben wir das jetzt etwa geschafft? Nein, haben wir nicht. Boah, das ist... Menschenskinder, ey, diese Bordkanone von einem Apache, ey. Das Ding ist so ein Biest, gell? Das ist echt unglaublich. Die ist ja echt sowas von übel. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geschütz ist, ey. 30, 40 mm oder so. Was cool ist hier das. Zack, 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 zack. Also es gibt auch gegnerische Hubschrauber, ne? Ich glaube, die sind nur in dem Spielmodus hier, den ich jetzt gerade spiele. Auf der superschweren Stufe sind die nicht drin, sozusagen. Da wären die gegnerischen Helikopter schon zu einfach. Nein, ich glaube, die sind auf der Schwierigkeitsstufe einfach nicht drin. Die hat man dann rausgelassen. Vermute ich mal. Warte mal, ich glaube, hier über den Hügel zu kommen, ist keine so gute Idee. Wir nähern uns da lieber mal... Ach du Scheiße! Ach du Kacke, was geht denn da ab? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, komm. Jetzt ab hier mit dem Transportdingen. Mit dem jetzt hoch direkt Richtung 2. Versuchen, den Punkt einzunehmen. Wieso stehen meine Panzer da? Die sollen da hochfahren, die andere Basis angreifen. Erobere alle Stellungen der Landezone 7. 7 ist doch mir. Wie muss ich denn das verstehen? Na gut. So, hier. Oh Mist, da ist noch einer. Mist. Den haben wir gar nicht gesehen. Also erst jetzt gesehen.
So, und dann tun wir mal hier ganz soft landen. Zack, perfekt. Leute, es läuft. So. Wir haben Informationen erhalten, die einen auf feindlichen Konvoi auf Landezone 3. Okay, da müssen wir hier vorne hin. Dann tuckern die da hinten über die Straße irgendwo und nähern sich unserer Flagge Nummer 3. Das geht nicht. Also so nicht, Jungs. Ja, das ist hier nicht drin. Und wo kommt denn der Konvoi? Von links, würde ich mal sagen. Und von da kommen die Kugeln gerade geflogen. Da hinten kommen sie angerauscht. Oh, das da geht nicht gut. Ich habe auch keine Munition mehr. Ach du Scheiße. Hast du gesehen? Das sind hier so Bazooka-Männchen. Wir brauchen einen anderen Helikopter. Warning, hydraulic malfunction. Ja, toll. Ist wieder die Hydraulikfritte gegangen. Okay, aber ich glaube, der Apache sollte... Ja, okay, 26 Sekunden. So lange müssen wir jetzt leider kurz warten. Obwohl, warte mal, hat der hier nicht auch... Der hat auch Raketen, ne? Komm. Wir schießen mit allem hier. Wir schmeißen auch mit Wattebällchen. Das ist egal. Ah, Mist. Wir hatten die drei doch schon. Wir schicken die da so einen fetten Konvoi hin. Sowas Blödes. Ich kann doch auch irgendwie hier mit der Nummer 6 Mörser-Unterstützung anfordern. Müsste doch auch irgendwie gehen. Mörser-Verfügbarkeit. Achso, die sind ja bei mir. Ja, da stehen sie da. Zielschaden, Reichweite 11 Kilometer. Warning, hydraulic. Scheiße. Du Mist. Na toll. Hat sich ja schwer gelohnt, das da. Komm, gib her, das Ding. Mann! Ach, wir hatten die drei doch schon. Verteidige Landezone 2, ein feindlicher Angriff aus Richtung 1. Na toll. Ich will die 2 jetzt nicht auch noch verlieren. Dann fliegen wir mal schnell darüber, so ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir die abfangen können oder so. Noch sehe ich keinen. Wo sind sie denn? Da oben am Berg sind sie. Mann.
Tja. Oder nutze ich hier die falschen Raketen? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nur, dass wir das hier so nicht schaffen. Männchenskinder nochmal. Weil die Runde dauert jetzt noch 30 Minuten. So lange werde ich das Let's Play mit Sicherheit nicht machen. Das ist dann doch ein bisschen arschlang. Selbst für so ein kleines Angezockt ist das ein bisschen lange. Das ist ja dann eine Stunde insgesamt. Guck mal, mein Panzer steht da blöd auf der Wiese rum und bewegt sich keinen Meter. Warum ist das so? Die können doch vorfahren, die Kollegen. Oh, die sind da schon mittendrin, ey. Mensch. Oh. Treffe ich die so? Geht ja gar nicht kaputt, dieser Panzer. Wie viele Raketen soll ich denn auf so einen Panzer schießen? Ich meine, ich habe ja nicht viel Ahnung von den Dingern, aber das ist dann doch ein bisschen teilweise irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? Also, ich würde mal tippen, zwei Raketen auf einen Panzer. Dann ist das Ding normalerweise Geschichte. Je nachdem, was du für Raketen hast. Also, schon mit einer Rakete ist so ein Panzer unter Umständen Geschichte. Tja, so, Punkte haben wir verloren. Dabei sah es eben so gut aus. Und das mit der Mörserunterstützung habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt. Wir können ja auch mit B noch irgendwie, keine Ahnung, Fernglas bemühen. Ich weiß nicht, was das macht. Ach, das zeigt uns dann die Einheiten an, oder was? Warte mal. Das wird natürlich viel bringen, ne? Guck mal da, da stehen drei Leute im Wald und grillen von mir. So. Lass doch mal hier bei Punkt Nummer 3. Da mal mein Fernglas gucken. Ah, guck mal da. Da wird auch alles angezeigt. Uah. Jetzt sie weg hier. Uah. So, kann ich denn jetzt irgendwie mit der 6 eine Mörserunterstützung anfordern? Passiert nichts, ne? Na, komm, dann machen wir das anders. Warning, hydraulic malfunction. Warning, hydraulic malfunction. Tja. Nicht so wirklich gut, ne? So, einmal fliegen wir jetzt noch hier mit dem Apache und geben noch einmal alles. Und dann sind wir so langsam auch durch mit der Folge hier. Wie gesagt, nur ein kleines angezockt. Das hier wird jetzt kein Let's Play oder sowas. Und ich wollte es halt mal vorstellen. Und natürlich halt den Entwicklern natürlich auch den Gefallen tun, wenn ich schon so ein Key bekomme, das dann halt auch mal vorzustellen. Guck mal hier, die Nummer 4 wird auch angegriffen. Ah, toll. Ist auch gefallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Ah! Guck mal, kritischer Schaden. Die schießen mich hier vom Himmel. Das ist echt der absolute Hammer. Naja. Aber das soll es mal gewesen sein.
Lasst ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Unterstützt die Entwickler, wenn euch das Spiel gefällt. Wie gesagt, 19,99 € im Early Access auf Steam. Ist auch größtenteils positiv. Nein, ist sogar sehr positiv bewertet, sehe ich gerade. Und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, im Koop oder mit zwei, drei Leuten irgendwie Discord, Teamspeak und dann online kann das hier richtig viel Spaß machen. Vor allen Dingen auch dann, wenn man ein bisschen taktischer vorgeht als ich, weil ich rushe ja immer nur so rein. Also da, ne? Gut, also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das Video. In diesem Sinne, bis demnächst und tschüss.